Wer Fortschritte machen will, sollte zur Veränderung bereit sein. Denn es gibt keinen Fortschritt ohne Veränderung. Bei dir sind Veränderungen längst überfällig. Lang genug hast du dich mit den niederen Schulen des Lebens begnügt. Viel zu lange hast du das ertragen. Jetzt bist du reif für die tieferen Unterweisungen der Weisheit. Der Weisheit derer, die zum inneren Kreis gehören. Also, wohlauf mit dir, du kühner Geist. Schüttle dein Federkleid und reck deine Schwingen. Mach dich bereit zum hohen Flug. Du kannst nun mit Fleiß die hohe Kunst lernen, die deinem wahren Potenzial entspricht. Und deine Anfänge zur gelungenen Vollendung führen. Die Praxis dieses wahrhaftigen Qigong bewirkt eine vollkommene, umgestaltende Vereinigung mit dem Dao. Ein sich lassen an das Sein ist ein gelassenes Sein. Ein dem Leben und Wirken des Dao in einem inneren Licht gewahr werden und als dessen bloßes Werkzeug sich erfahren. Eines wohlgelassenen Menschen Tun ist sein Seinlassen und sein Werk ist sein Müßigbleiben. Auch bei seiner Arbeit bleibt er ruhig und in seinem Schaffen bleibt er müßig. Du lebst in einem Meer von Kraft, aber weil du den Schlüssel dazu verloren hast, findest du keinen Zugang. Diese Übungen sind wie ein Quantensprung in eine geheime Welt aus Schwingung, Licht und Harmonie. Sie führen dich zurück zu deinem eigentlichen Potenzial. Shaolin Nijin Yizi Chuan Qigong gehört zu den stillen, inneren Qigong-Arten und wurde über etwa 1500 Jahre ausschließlich an die Mönche des südlichen Shaolin-Klosters weitergegeben. Es war dem inneren Kreis vorbehalten und galt als Geheimwissen. Die Übungen des Grundprogrammes dienen zunächst einmal der körperlichen Ertüchtigung und Konditionierung. Von Übung zu Übung werden die unterschiedlichen Bereiche des Körpers ganz gezielt angesprochen. Die Bewegungen des Grundprogramms werden relativ schnell durchgeführt und sind ein ausgezeichneter Ausgleich zu den Standmeditationen des Hauptprogrammes. Die Übungen des Grundprogramms können vor dem Aufbauprogramm und vor dem Hauptprogramm oder für sich allein praktiziert werden. Je nach Zeitplan kann man sich dafür 10 bis 20 Minuten Zeit nehmen. Die Grundübungen können auch als Vorübungen oder Aufwärmübungen verstanden werden. Diese Übungen sind nicht allgemein gebräuchlicher Art, sondern ganz speziell und kennzeichnend für das Shaolin Nijin Yizi Chuan Qigong und kommen nicht in anderen Qigong-Arten vor.